Aber wollt ihr mich beep, Leute? Wollt ihr mich beep? Okay, nein, nein. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute gibt es eine ganz normale, gewöhnliche Minecraft-Welt mit einem Outpost und einem gewaltigen, riesengroßen Bunker unter Tage. Oh mein Gott, meine Damen und Herren, was ist das hier? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Folge Nummer 7 von Georgie eingesendet schreibt er, dass er mit seinem Freund nach langem Bauen einen Redstone-Bunker fertig gemacht hat. Wir werden uns heute einen kurzen Überblick über diesen geben. Wenn ihr den Redstone-Bunker bis in den letzten Winkel eines Blockes erkunden möchtet, findet ihr in der Videobeschreibung einen Download-Link. Und ich schnappe mir jetzt einfach mal diese Redstone-Bunker-Karte, diesen Emerald und diese Admin-Karte und habe keine Idee, wie ich den Redstone-Bunker betreten soll. Haben wir da vorne einen Eingang? Hm? Nö. Also, wenn ich das richtig sehe, scheint es hier einen Eingang zu geben. Wie öffne ich den? Hell yeah. Wie öffne ich den? Nobody say. Ich weiß nicht, wie ich den öffne. Bitte hier für Bunkerkarte warten. Bestimmt muss ich hier irgend... Blaue Blume. Bunkerkarte. Oh, yes. Autsch. Okay, verstanden. Gut. Es geht weiter. Hier kommt die Bunkerkarte raus. So. Also. Die blaue Blume bedeutet dort Bunkerkarte hinwerfen. Der Bunker ist definitiv schon mal gut versteckt. Kein Eingang. Hier geht es in die Spielhalle. Chill Zone. Hier geht es zur Hauptlobby. Hauptlobby. Okay, wir sind schon im Bunker drin. Kein Eingang. Das ist einfach... Ah, das ist wahrscheinlich ein Ausgang. Ausgang. Schwimmbad. Es knackert und klackert hier die ganze Zeit. Was haben wir hier? Hier haben wir Admin-Bereich. Lass uns mal den Admin-Bereich als allererstes angucken, was es hier gibt. Oh, Entschuldigung, ich kann nicht widerstehen. What? Muss ich das verstehen? Warum? Ich glaube einfach, weil. Oh mein Gott, so viele Bilder. Die machen mich noch kirre. Witzig. Ich glaube, das ist ein Design-Element. Das ist irgendeine Kunstinstallation. Hier geht es zu einem Mini-Kontrollraum. Okay? Und hier geht es zum Lager. Schauen wir uns das Lager zuerst an. Lieber ein bisschen mehr fallen. So. Das ist ein schöner Einsatz von Ketten. Ach Leute, wisst ihr, was schön an der Einsendung ist? Man sieht einfach immer so was Neues. Wow. Das ist ein großes Lager. Da sind die beiden Erbauer nochmal. Hallo zusammen. Danke, dass ihr es eingesendet habt. Ich schaue mal ein bisschen. Ich spiele mal ein bisschen das kleine Mäuschen hier und laufe hier mal so ein bisschen durch. Wir haben weitere Bilder. Wir sollen einen Fernseher darstellen. Witziges Design, muss ich sagen. Okay, also hier ist ein sehr groß ausgebautes Lager mit vielen Bannern. Sieht soweit echt nett gemacht aus. Das Ding bringt uns wieder bis nach oben. Und es gibt noch einen hier anprophezeiten Mini-Kontrollraum, der sich neben unter dem Lager befindet. Und der bietet uns die Möglichkeiten, Beacon-Farben zu ändern. Fein. Und das war's. Okay, also wirklich Mini-Kontrollraum. Und Keycard. So, soviel dazu. Aber jetzt wollen wir natürlich den, interessantes Design, den eigentlichen Bunker uns mal vorknöpfen. Wir wollen sehen, was es alles gibt. Fangen wir mal an mit der Hauptlobby. Hauptlobby ist immer gut. Hauptlobby bedeutet, hier haben wir einen Punkt. Oha. Von dem wir aus arbeiten können. Das ist, ich habe keine Night Vision, Leute. Und dies habt ihr gut gemacht, Leute. 1 plus von The Joecraft für Beleuchtung. Ist kein Witz. Denn hier drunter sind Lampen, obviously. Die Decke ist beleuchtet, die Ränder sind beleuchtet. Es wirkt sehr hell. Das ist mir in meinem Bunker nicht so gut gelungen. Man kommt hier rein ohne Night Vision und es ist einfach hell. Das finde ich für einen Bunker äußerst gut. Wenn es draußen Tag ist, sehe ich das dann hier? Ich sehe es hier. Schönes Detail. Da zeigt sich doch einfach mal die Qualität von Bildern. Gratis-Cookies. Immer her damit. Weitere Gratis-Cookies. Was haben wir hier? Eine Fotobox. Ja, dann kann ich ja nicht Nein sagen, einmal ein Foto zu machen. Ach komm.
Zumindest eine Minimap. Ach Leute, Detailarbeit. Ich hätte jetzt eine Minimap erwartet, auf denen steht, keine Ahnung, ihr Bild wurde leider aus Schönheitsgründen von dem Foto weggenommen. Sie sind nicht kameratauglich. So, was haben wir hier? Zimmer. Zimmer ist gut. Zimmer bedeutet erstmal dafür. Warum? Fritz, ist das hier so eine Art Stallreiten in der Mitte? Ich finde das süß, wie da noch der Farmer da oben steht. Und ein Panzer. Oh, so ein putziger Mini-Panzer. Naja, falls ich mal einen Gast nicht benehmen kann, kann er ihm zeigen, wo hier der Pavian hängt. Ne? So, VIP-Premium-Zimmer. Hier bekommen Sie Schlüssel. Es ist liebevoll eingerichtet, Leute. Das wirklich kann man diesem Bunker nicht als Kritik geben. Es ist wirklich schön, diese kleinen Sachen sind schön eingeladen. Hier bekommen Sie einen Schlüssel zum Zimmer. Normales Standardzimmer. Päh, ich will Premium. Gibst du mir Premium? Was kostet der Spaß denn? Hier bitte zwei Stacks. Zwei Stacks und 55 Smaragde. Ja, ist klar. Zwei Stacks und 55. Das ist mal wirklich ein guter Preis, Leute. Zwei Stacks und 55 Smaragde. Here we go. Take my money and shut up. So. Sheesh, das ist teuer. Und da ist mein Zimmerschlüssel. Juhu. VIP-Zimmer. Nice. Wir haben ein VIP-Zimmer bekommen. Haben aber dafür auch eine Menge geblecht, muss man sagen. Oh my goodness. Es selten, liebe Leute, sieht man in Einsendungen Installationen, die etwas machen. Also wirklich Spielereien, wo Techniken einfach nur dem Sinn der Beschönigung dienen. Und ich muss echt sagen, das ist das erste Mal, dass ich eine Einsendung habe, in denen genau sowas passiert. Also hier werden Techniken als kleine Spielerei genommen, nur um einfach ein Designelement zu haben. Aber Leute, überlegt euch mal im echten Leben, wie oft das da auch der Fall ist. Überlegt mal, wie oft man schon in irgendwelchen öffentlichen Gebäuden man irgendwelche Installationen sieht, die eigentlich total dumm und dämlich sind, überhaupt keinen Sinn machen. Allein der Brunnen. Denkt euch mal, was schon Schwachsinn ist, denn ein Brunnen, bitteschön, ein Springbrunnen. Man muss da Strom reinpumpen, damit das Wasser oben rauskommt und wieder zurück nach unten fällt. Das ist doch eigentlich eine Spielerei. Braucht niemand, Leute. Braucht niemand. Ist eine Spielerei. Und trotzdem will jeder einen Brunnen haben. Also, Spielereien sind gut, weil Spielereien geben uns Menschen etwas, woran wir uns erfreuen können. Aber meine Damen und Herren, bei aller Würde und Respekt in diesem Hotel. Schlafen wollte ich hier nicht. Das ist also ich nehme mal an, dass das hier die normalen Zimmer sind. Bei dem Lärm zu schlafen, Leute, wahrscheinlich ist das für die Leute, die in der Stadt wohnen, dass die sich freuen, dass man auch an einer vielbefahrenen Straße hier wohnen kann. Egal. Die Wasserfontänen, noch mehr Spielerei. Aber geil, wie gesagt, Spielerei ist geil, Leute. Das hier scheinen mir die VIP-Zimmer zu sein, ne? Wir haben VIP-Zimmer 1. Bei uns ist es bestimmt im VIP-Zimmer komplett ruhig. Wir können uns aufs Bett sitzen und die Stille. Oh. Das sind doch keine VIP-Zimmer. Das sind VIP-Luxushäuser. Oh, das ist fies. Das ist Zwei-Klassen-Gesellschaft. Das geht gar nicht, Leute. Denn hier habe ich... entspannte Ruhe, während da vorne... den Unterschied? Okay, schon, das ist eine fiese Zwei-Klassen-Gesellschaft, die wir hier haben. Okay, so, also VIP-Zimmer 1. Ich glaube, ich muss mal den Erbauern dieser Map wirklich die Ohren lang ziehen, euch. Ja, also... Aber wollt ihr mich verarschen, Leute? Okay, nein, die Einsendung mache ich. Nee, Leute, eigentlich ist das ein Kriterium, wo ich sage, Leute, die Einsendung. Also, lieber Yorchi 123, lieber Lukas 90, nie wieder werdet ihr in eurem Leben eine solche Glock bauen. Nie wieder. Niemals. Ihr werdet das nicht nochmal machen. Lieber Yorchi und Lukas, ich werde euch jetzt zwei Lektionen geben. Ja, am liebsten würde ich damit zwei Rockstocken euch einmal den Allerwertesten verdreschen, damit ihr euch das lernt.
Erstens, eine Glock baut man so in Minecraft. Das ist eine richtige Glock. Warum ist diese Glock eine richtige Glock? Ich erkläre es euch. Es ist ganz einfach. Diese Glock hier hat das große Problem, dass wenn ein Serverlag entsteht, plötzlich die Glock einfriert. Diese Glock hier kann nicht einfrieren. Zweitens, warum müsst ihr die ganze Zeit eine Glock hier anhaben, wenn ihr doch einfach was viel Simpleres bauen könntet? Ein Komparator hier, ein Verstärker so, der Verstärker weg, Redstone, 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 Redstone. Der macht nochmal besser hier einen Verstärker hin. Das Ding hier ist viel genialer, denn solange hier ein Cookie drin ist, wird er nach oben befördert. Ihr seht, wenn hier mehrere Items drin sind, dann werden die auch nach oben befördert, bis kein Item mehr drin ist. Denn sobald kein Item mehr drin ist, ist hier Ruhe im Karton. Leute, gewöhnt es euch ab, bitte Leute, bitte gewöhnt es euch ab. Ich weiß, ihr habt Redstone entdeckt. Ich weiß, ihr sagt so, oh mein Gott, was für eine geile Glock. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, aber das und nichts anderes nehmt ihr bitte. Ihr könnt hier bei dieser Glock sogar einstellen, wie schnell diese Glock ist. Das ist ein Premium-Design. Kaufen Sie jetzt. Meine Güte, Leute, wirklich. Ich kann nicht mehr. Also, bitte, 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 Leute. Gewöhnt euch bitte diese primitiven... Diesen primitiven ab, Leute. Wirklich. Lasst es sein. Lasst es sein. Sonst macht ihr alles gut. Oh Gott, hier ist noch eine von den Dingern. Weißt du, Leute, hier, diese Clocks sind wirklich zu nichts zu gebrauchen. Diese Clocks sind in meinen Augen eine Verschwendung in Minecraft. So, weg damit. Gott, zurück zur Einsendung. Das hier ist also eines dieser Luxushäuser hier in dem Bunker. Es ist verdammt nice also vom Design her, von der Detailliebe echt nice gemacht. Und schon wieder Spielereien, Leute. Oh, mit Bienen sogar, die im Haus herumfliegen. Also hier wollte ich nicht übernachten, wenn ich ehrlich bin. Sind in jedem Haus Bienen? Nö, die Biene ist eigentlich von draußen kommt. Ich glaube, die ist über den Kamin hier reingekommen. Wie zum Kuckuck ist die Biene hier in das Haus gekommen? Bei so einer großen Biene muss ich echt Angst haben, Leute, dass das so eine Riesenhornisse ist. Na egal. Witzige Idee. Also das ist der ganze Hoteltrakt. Gut. Aber, meine Damen und Herren, damit ist es noch nicht getan. Die Einsendung geht ja noch weiter. Schauen wir uns mal an, was haben wir hier Schönes. Kein Eingang. Dann haben wir aber hier einen Eingang für die Cafeteria. Killerbiene. Cafeteria. Kurzer Einblick. Cafeteria. Stellen Sie Ihr Menü hier zusammen. Boah, Alter, Wucher. Was seid ihr für ein Wucherbunker? Ist das hier etwa... Sag mal. Nein. Alter. Eine Mahlzeit kostet hier so viel wie ein Drittel des Zimmerpreises oder was? Zum Gucken. Nein, nicht ganz ein Drittel. Aber Alter. No way. Ich shifte mich jetzt hier durch. So. Hände hoch. Das ist ein Überfall. Ich will Essen haben. Ach Gott, die verkaufen noch nicht mal gutes Essen. Maria. Kopf. Links. Freiheit den Kellnern. So, liebe Leute. Okay, also. Ich nehme mal an, dass das funktioniert, ne? Ich glaube, die Technik brauchen wir nicht großartig zu überprüfen. Nein, ich werde die Technik nicht überprüfen, wenn ich schon das sehe. Okay, aber die Kraft. Also, schönes Design, schönes Design. Leute, die Technik, ne? Alter, wirklich. Lounge für VIP. Wird denn wenigstens die VIP-Karte hier ordnungsmäßig überprüft? Nö, die wird wahrscheinlich irgendwo sein. Faul. Faul sind sie auch noch. Leute, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. No. Wie könnt ihr nur... Das sind Diamanten. Wie könnt ihr nur? Ach, Leute. Mensch. Das verstehe ich nicht. Die Einsendung ist so geil gemacht, so liebevoll eingerichtet, aber die Technik ist so lieblos gemacht. Da fühle ich mich als Joecraft, als derjenige, der ja Liebe im Detail in der Technik sucht. Und das ist eigentlich geil, weil ihr habt Spielereien drin. Eigentlich wäre das die perfekte Einsendung. Das ist gut gebaut, das ist hell gemacht, das ist schön gemacht. Das ist eine Einsendung, die mir wehtut. Denn ihr habt euch so viel Mühe gegeben.
Okay, das Konzept kennen wir schon aus, auch, glaube ich, aus meinem Bunker. Hier kann man arbeiten und kann dafür Geld bekommen. Könnt ihr ausprobieren, Leute? Wie gesagt, Download-Link ist in der Videobeschreibung. Ich möchte einfach mal gucken, was es gibt, Leute. Ein bisschen Mäuschen spielen, durch die Einsagen durchlaufen. Okay, mega. Wir gehen wieder zurück zu diesem Auswahlbereich, denn es gab ja noch ein paar andere Sachen. Trotzdem, Leute, bitte, bitte gewöhnt euch diese Türen ab. Ich kriege Kopfschmerzen. So, Schwimmbad ist beides Schwimmbad. Okay, ich verstehe. Oh, ja, endlich mal. So, sehr schön. Oh, aber schon wieder. Klicke, 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 die klicke, die klicke, die klicke, die klicke, 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 klicke. Wir haben Schwimmbad mit Handy. Wir haben so ein Sportbecken, was so hin und her geht. Tipp, vielleicht so auf dem Boden nochmal so schwarze Linien machen. Das wäre cool. Was haben wir hier? Wir haben ein Sp Oh, wir haben cool. Oh, mega. Also Design können die Jungs, ne? Also definitiv, Design können die. Es gibt zwei Etagen von den Gestrungen. Und deshalb ist dieses Becken auch tiefer. Design können sie, Leute. Das muss man denen lassen. Das ist schon nett Design, muss man sagen. Ausgangsschwimmbad, okay, verstanden. Ja, zweiter Ausgang wird wahrscheinlich da auch sein. Ja. Upupu, das Ding schon wieder. Will das denn vielleicht auch keine Ruhe geben? Was haben wir hier noch Feines? Personal. Personal kann hier reingehen. Oh, und das Personal kann von hier aus das Licht für den Pool an- und ausschalten. Oh, und auch noch mit Animation geht es anders. Also, Fazit, Leute. Es ist wirklich eine schöne Einsendung. Aber bitte, ich glaube, ihr habt das mit dem Redstone noch nicht gewusst. Das ist wirklich ein Tipp, Leute. Die ganze Zeit klicken nervt ja auch irgendwo. Deshalb, es gibt sogar noch bessere Designs, wo man es hinkriegt, dass es gar nicht klickt. Aber es ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. Ich sehe hier zwei Minecrafter, die in ihrer Freizeit an einem Redstone-Bunker gearbeitet haben, viel Arbeit reingesteckt haben, Liebe zum Detail reingesteckt haben. Und das appreciate ich, Leute. Ich muss echt sagen, alles in allem eine feine Einsendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.